Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Ja, wir machen uns langsam auf den Weg in Richtung Ende. Wir sind nämlich schon in Kapitel 4, Mission 4. Und ich vermute mal, dass das die letzte Mission ist. Gesetzesbrecher. Zauberer, Adlige und skrupellose Agenten. Alle sind sie mit dem Kreuzzug der ultimativen Tugend unterlegen. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Wurzel alles Bösen anzugehen. Derjenige, der ihren königlichen Arsch auf dem Thron von Burg Zwielicht breit sitzt. Also ja, es geht gegen den Souverän von Adania. Gut, starten wir mal. Together with your gentle companion, you have taken up camp in a hill located between Kulain and its sister city of Libertinum, the home of the Holy Conclave. From the top of the mound, you can see the pinnacles and towers of Castle Twilight. But Velvet has received a message, making him even more enigmatic and giggly than usual. The message came from Balgorian, who led you to this location, claiming to have some important information to divulge. Hopefully, he comes bearing good news. Okay. Look, Hellchild. There is a visitor, and he comes bearing news. I do indeed. I'm here to inform you that your applications to Fake will be approved if you pass one final test. Conquer Castle Twilight. Then you can count yourselves full members. Truly and honestly? Velvet can hardly believe it. See, Hellchild, being nice really pays off. If joining a group of scheming, grubbing wannabes is considered a prize... Positive affirmation, Hellchild, and that's no small thing. One is not born evil. One becomes it by seeking acceptance in a malicious culture. Take Blackie, for instance. Where he grew up, he wasn't given many options in life. Kind of kill or be killed, as it were. Didn't you say to disregard all that circumstantial malarkey? Oh, be still, will you? It's common sense. Actually, Velvet thinks that Blackie could have become a fairly swell pastry cook, if given half a chance. If only the good people of Ardania could have overcome their preconceptions and considered buying biscuits from a creature of pure darkness. Excuse me, but aren't there pressing matters to attend to? Well, yes, of course. Now, you were saying? Yeah, well, as previously mentioned, our informants have reported large gatherings of troops around Castle Twilight. We have yet to learn why, but whatever the reason, the Sovereign has brushed the cookie crumbs from the royal garbs and snapped out of his indolence. Is that so? Well, he's probably busy gathering all forces of darkness to him, building an army more powerful than anyone has ever seen in Ardania to this day. Velvet might be wise to make use of that back entrance you mentioned. Correct. I pointed you to this forest hill north of Libertinum, because right outside there's a secret tunnel leading to the basement level of Castle Twilight. It was built as an escape route, but will be the perfect path for infiltrating the palace. Opening it without the proper key will be tricky, but it can be done. Then infiltrate we shall. We will sneak up on the leaders of this evil regime like a divine ray of heavenly light sneaks up on a sleeping sinner. Except from below, and without the actual light, of course. We will take their lives, and we will also take... their freedom! A new beginning is near, Hellchild. Balgorian told Velvet about a malicious death priestess living at the place I have marked on the world map. Send a squad and bring her to the prison. No doubt she can tell you how to gain access to the tunnel. Loco Poco Morris. Okay, fängt schon mal gut an. Also Samt möchte gerne Konditor werden. Wait, die Schatzkammer ist weit, weit weg da oben. Gut zu wissen. Und wir haben sehr viel Platz hier. Hm. Den sollten wir definitiv nutzen. Schreiatorium hier oder da oben?
Ne, ich glaube, ich baue meine Sachen lieber hier unten. Kann ich das Schreier-Torium auch hier hinbauen? Jo. Ich glaube, ich grab erst einmal zur Sicherheit nach hier. So. Hier passt es nicht hin, aber so passt es hin. So, Schreier-Torium. Die Opfergrube passt hier unten leider nicht hin. Da muss sie hier gegenüber des Schreiatoriums irgendwo hin. So. Pilzraum besetzen. Gleich mal das Scheusal freischalten. Und dann wie immer unseren Standardtrupp. So. Gut. Wieder viel zu viele Helden. Und hier ist natürlich unser Ausgang. Hier oben. Ich könnte mich da durchgraben, aber nee, ich glaube, ich grabe mich lieber hier hinten irgendwo durch. Also zum Beispiel... Naja, würde ich mich... Kann ich mich so durchgraben? Nein. Und so? Auch nicht. Ich muss mich tatsächlich hier so um die Ecke graben. Feindeinfall? Ah, kommen die mal wieder. Kommt Ball gegen die klar? Ja. Helfen wir mal ein bisschen nach. Die sind nämlich Level 3, sehe ich gerade. Given the smell of those demons attacking us, Velvet must assume that your Malister Cruelly is back to thwart your plans. There is no time to deal with him now, but Velvet has the most fantastic idea. You should pit evildoer against evildoer and get Ardania's so-called heroes to keep Mr. Cruelly occupied. Have the minions produce a few wanted posters picturing Mr. Cruelly and post them on raid sites in the area. Then those hostile little demons will have better things to do than nibble at your bottom. Adaba Kadabra. Klingt schon mal gut. Wir haben immer noch die Weltvernichtungsmaschine übrigens. Okay. Squad 1 ist aber schon mal fertig, dass wir sie losschicken können, um Materialien zu besorgen. Da ist eine Materialmission. Und hier sind überall so Steckbriefmissionen, die wir dann nachher erledigen müssen, um den Verrückten da loszuwerden. So, hier haben wir schon mal freigegraben. Die können wir schon mal zum Foltern abstellen. Abstempeln. Und euch schicke ich mal alle weg vom Eingang, wenn wieder Gegner kommen. Genau das nämlich. Aber die hat Ball gut im Griff eigentlich. Say hello to the boys back. So. Maximal Materialien, hä? Jawohl, so passt das genau rein. Jetzt nicht mehr, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Egal. Da hole ich mir als erstes den Übungsraum. Was fehlt noch? Übungsraum, Arcanum. Der Kult. Ja, ja, genau. Ich kann eigentlich den Übungsraum als Zwischenbaute nehmen. Kann dann einfach hier in den Übungsraum reingraben. Beziehungsweise aus dem Übungsraum raus. So. Genau. Sehr schön. So, als nächstes leveln wir die mal hoch. Oh, und schalten schnelle Auffassungsgabe und die Werkstatt frei. So, Squad 1.
geht mal trainieren, damit wir die gleich wieder losschicken können. Materialien holen. Und wenn ich jetzt noch warte, kann ich genug Pilze umwandeln für die erste Vorratskammer. So, 4 Punkte für den Oculus. Gut. Die sind alle voll. Ah, kann ich sie schon mal losschicken, oder? Da wäre ein einsamer Materialüberfall. Schon wieder ein Feindeinfall. Also wir können definitiv nicht wirklich was machen, solange die Feinde nicht weg sind. Also solange wir nicht die Quest erfüllt haben. So. Materialien sind umgewandelt. Dann können wir davon mal eine Vorratskammer bauen. Heroes are entering your dungeon. Oh. Helden im Dungeon. Helden zum Foltern im Dungeon. So. Ich könnte eine Vorratskammer hier hinbauen, dann haben die Imps nicht so weit zum Schleppen. Genau, das ist immer eine gute Idee. Also wenn Helden und wenn Überfälle erfolgreich sind. Und ich glaube, meine ganzen Schatzkammern baue ich hier oben hin. Wieder ein Feindeinfall. Zum Glück kommen immer dieselben Einheiten. So. Helden zum Foltern sind schon mal da. Jetzt sind auch gleich genug Materialien da, um eine Werkstatt zu bauen. Die genau hier hinpasst. Haha. Perfekto. Kult und Arcanum kommen dann eben hier oben hin. Und dann bauen wir mal hier so um die Ecke. Oder bauen wir einfach ganz lang nach oben? Nein, wir bauen mal erst so um die Ecke. Den Kult brauchen wir ja zum Glück nicht so oft. So, Dungeon Level up. Ein Arbeiter, der mir... Steckbriefe kosten 15 Materialien. Da müssen wir gleich den Squad schon wieder losschicken. Wobei ich denke, wir können erst einmal hier aufreißen, Heulenhund freischalten. So, Squad 1 und Ball mal kurz hier hinporten. Ich hoffe mal, so dann kommt kein Überfall. So, und die hier erstmal loswerden. So, den Ingenieur, den... Oder wir machen mal eine Heilaura, könnten wir auch gebrauchen. Weil ein Squad stirbt mir gerade weg. So. Gut. Heil die mal kurz. Oh, Feindeinfall. Ach, die stehen einfach da doof rum. Ein Oculus kostet Materialien, deswegen kann ich den leider noch nicht beschwören. Aber ich kann schon mal ein paar Cerberi beschwören. Weil wir haben sogar schon Stufe 3 Einheiten. So. Out of the pit into a hellhole. Ein Feuermagier, der ist kein Problem. Back on the menu, lads. 10 Schätze, juhu. Können wir den ersten Squad frei, den zweiten Squad freischalten? Dann muss ich wohl oder übel den Squad da nochmal auf eine Materialmission schicken. So, Baal kann unterwegs.
Neue Imps beschwören, neue Arbeiter. So, trainiert der Squad. Ja, der trainiert. Der Hund hat gleich Level 2 erreicht. Gut. Bringt mehr Materialien. Feind einen Fall mal wieder. Die Seed-Point für Mana-Einsatz. Oh, okay. Was schalte ich als nächstes frei? Frieden und Beute am besten, wie immer. Ja, da werden wieder Helden gefoltert. So, rufe ich gleich noch einen Cerberus. Und einen Ersatzspucker möchte ich ja auch noch in der Scheusal. So, dann kommt erstmal Überfallerfolg. Obwohl, für was ein Ersatzspucker? Ich will Skelette, also schicke ich gleich nochmal den ersten Trupp los. So. Zwei Okkuli. Und ich schalte Frieden und Beute frei. Wieder Feindeinfall.